Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Woche von Finance TV. Es schwelt immer noch das Russland-Risiko. Manche Unternehmen sind davon mehr betroffen, manche weniger. Wir haben heute den CFO eines Unternehmens zu Gast, das definitiv stark betroffen ist davon. Es geht nämlich um die Firma Ecosem Agrar, eine deutsche Holding, die hier Anleihen ausstehen hat, aber das komplette operative Geschäft im russischen Agrarbusiness abwickelt. Auch die lokale Finanzierung ist zum Teil über Russland gemacht. Da werfen sich natürlich ein paar Fragen auf, die wir heute dem CFO stellen wollen. Herzlich willkommen bei uns, Wolfgang Blesi. Vielen Dank. Sie haben im Sommer Ihre lokale russische Finanzierung ein bisschen umgestellt. Sie haben zwei russische Banken ins Boot geholt. Dieses Thema Finanzsanktionen gegen den russischen Finanzsektor ist ja eins, das sehr stark diskutiert wird. Sagen Sie vielleicht zum Beginn ein, zwei Sätze zu Ihrem lokalen Funding in Russland. Was für Banken sind das und was für Geschäfte machen Sie mit denen? Ja, wir haben in Russland im Wesentlichen die großen Banken. Wir arbeiten mit der Sberbank zusammen, wir arbeiten mit der Rosselkursbank zusammen, was die russische Landwirtschaftsbank ist, also auch ein staatliches Institut. Wir arbeiten mit der UniCredit mittlerweile sehr intensiv zusammen und mit ein paar weiteren aus dem, ich sage mal, mittleren Segment im russischen Bankenmarkt und haben dort in der Regel langfristige Investitionskredite im Wesentlichen, das heißt für alle Milchviehanlagen, für Land, für Betriebe. Und wir haben einen kleineren Teil kurzfristige Finanzierung, Working Capital Finanzierung für das, was wir unterjährig eben an Working Capital benötigen. Wurden diese Finanzierungen noch vor der Verhängung der Sanktionen gegen die russischen Banken beschlossen? Also wir haben natürlich viele Finanzierungen schon über die letzten Jahre angesammelt. Wir haben in diesem Jahr zwei neue vereinbart mit zwei Banken, mit denen wir bisher auch schon gearbeitet haben. Die wurden aber nach den Sanktionen vereinbart. Es heißt ja, dass die Banken, die russischen Banken dadurch auch vom internationalen Kapitalmarkt ein bisschen abgeschlossen sind, dadurch Funding-Probleme haben und über kurz oder lang ihre Kreditbücher dann vielleicht auch straffen müssen. Das ist ja auch das Ziel dieser ganzen Operation. Mhm. Jetzt sind Sie Kunde von denen und wahrscheinlich als ausländisches Unternehmen vielleicht auch einer der Kunden, die in der aktuellen politischen Lage nicht Top-Priorität haben. Machen Sie sich Sorgen um das Commitment Ihrer Finanzierungspartner? Nein, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, und zwar deswegen, weil ein Teil in Ihrer Frage nicht präzise war. Wir sind nämlich aus Sicht der russischen Banken kein ausländisches Unternehmen. Wir sind ein russisches Unternehmen. Wir haben 3.500 Mitarbeiter in Russland. Wir haben von mir als Ausländer mal abgesehen, komplettes russisches Management. Wir haben einen sehr großen Anteil russischer Gesellschafter, auch in der deutschen Holding. Aber auch einen deutschen Hauptgesellschafter. Der mittlerweile Russe ist. Okay. Also er ist sowohl Russe als auch Deutscher. Er ist seit Anfang diesen Jahres russischer Staatsbürger, das heißt, er hat beide Pässe und ist in Russland mindestens so viel Russe wie alle anderen unserer Mitarbeiter. Er ist da seit 25 Jahren, bestens vertraut, sowohl in der Politik als auch in der Industrie. Insofern haben wir sicherlich keinen Malus als ausländisches Unternehmen. Richtig ist, dass diese Sanktionen insbesondere im zweiten Schritt jetzt, wo die Frist der Finanzierung ja verkürzt wurde, vorher waren das 3-Monats-Finanzierungen oder Kapitalmarktaktionen, die nicht mehr gemacht werden durften. Mittlerweile ist diese Frist sehr, sehr verkürzt. Das heißt, da ist ein gewisser Einfluss da. Der zweite Einfluss, den man bei den russischen Banken sicherlich merkt, ist generell die Abschwächung der Wirtschaftsleistung in Russland, die aber schon deutlich vor der Ukraine-Krise begonnen hat und durch die Ukraine-Krise jetzt einfach nur noch weiter verschärft wird. Und beide Faktoren führen letzten Endes dazu, wie Sie richtig sagen, dass das Funding nicht mehr so einfach ist und dass es da deswegen auch immer mal wieder zu längeren Zeiträumen und längeren Diskussionen kommt. Ich vermute, dass Ihr Geschäftsmodell anfällig ist für kurzfristige Funding-Probleme, weil vereinfacht gesagt ist Ecosem oder die Tochtergesellschaft Econiva ja ein riesengroßer Bauernhof. Sie haben 50.000 Rinder, über 20.000 Milchkühe und bewirtschaften Flächen, die sind fast so groß wie das Saarland. Das ist klar, jedes Kind weiß, wie die Working Capital Schwankungen da aussehen. Sie sehen aus, ernten später im Jahr, dazwischen ist das Kapital gebunden auf den Feldern. Mhm. Wenn da die kurzfristige Finanzierung ausfällt, wird es ganz schnell eng, oder? Wenn sie ausfällt, wird es eng. Allerdings ist es so, dass wir mittlerweile einen deutlich größeren Umsatzanteil ja mit Milchproduktion machen. Also nicht mehr mit dem klassischen Pflanzenbau, früher aussehen, Herbst ernten, sondern wir machen Milchproduktion. Und wir haben Stand heute Größenordnung 200.000 Euro jeden Tag an Einnahmen aus Milch. Das heißt, diese Erlöse verteilen sich sehr, sehr gleichmäßig übers Jahr, sodass wir aus dem Milchsegment heraus praktisch auch das Pflanzensegment mit Working Capital unterstützen können. Und insofern ist die Anfälligkeit nicht mehr so stark wie bei einem 200.000 Hektar Weizenbetrieb, der tatsächlich nur diese eine Kurve pro Jahr letzten Endes hat. Das heißt, Sie haben eine leichte Grundbesorgnis, aber nichts Akutes, was Sie im Moment umtreibt. Richtig. Okay.
Okay. Zweite große Finanzierungssäule bei Ihnen, die liegt in Deutschland. Das sind zwei Mittelstandsanleihen im Volumen von ungefähr 130 Millionen Euro. Jetzt haben Sie zweierlei Gegenwind. Das Russland-Thema hatten wir schon besprochen. Mhm. Das andere ist die generelle Marktstimmung mit den diversen Ausfällen, die auch die soliden Emittenten jetzt nach und nach trifft. Der erste Bond läuft in 2,5 Jahren aus. Noch ein bisschen früh, um die Refinanzierung anzugehen, aber nachzudenken bestimmt nicht zu früh. Wie sehr sorgen denn die russischen Ängste Ihre deutschen Finanzierungspartner? Gut, da gibt es ja einen guten Gradmesser. Ich kann täglich mehrfach auf den Kurs gucken und sagen, wo steht die Anleihe. Und da bin ich Stand heute nach wie vor sehr zufrieden. Wir sind nicht ganz bei 100, aber wir sind irgendwo im Bereich zwischen 90 und 100, sage ich mal, mit beiden Anleihen. Tendenziell eher in der zweiten Hälfte der 90. Insofern zeigt sich, glaube ich, dass wir da gute Überzeugungsarbeit geleistet haben und auch heute leisten, dass die Investoren unserem Modell vertrauen und das auch weiterhin tun im Zuge der aktuellen Krise. Und dazu muss man, glaube ich, sagen, wir haben natürlich als lokaler Produzent in Russland heute eher einen positiven Impact von den Sanktionen als einen negativen. Ich bin weit davon entfernt, über diese Sanktionen zu jubeln, aber wenn sie keine Milch mehr ins Land transportieren können und wir sind der größte Milchproduzent im Land, dann haben wir erstmal keinen Anlass, uns Sorgen zu machen. Sie haben aber ein Problem, glaube ich, der Wechselkurs. Operativ sind Sie gehedged, aber Ihre Einnahmen sind in Rubel, Ihre Kosten sind in Rubel, Ihre Erträge sind in Rubel. Mhm. Die Hälfte Ihrer Verbindlichkeiten ist aber in Euro, wenn der Rubel fällt und fällt. Richtig, also wenn wir anschauen, der Rubel war Anfang letzten Jahres noch bei 40, seit Mai letzten Jahres hat er deutlich abgeschwächt. Was wir aber sehen ist, wir haben in diesem Jahr einen höheren Euro-Milchpreis als im letzten Jahr. Das heißt, der Milchpreis lokal in Russland, in Rubel, ist stärker gestiegen, als der Euro abgewertet hat. Und zwar einfach deswegen, weil die Milch dort ein Importgut ist, auch heute noch ein Importgut ist, nur mit anderen Quellen letzten Endes. Und die Milch kommt in Hartwährung ins Land. Das heißt, der Milchpreis, der aus dem Ausland kommt, in Dollar, wird in Rubel umgerechnet. Und das ist unser Wettbewerbspreis bei den Molkereien, sodass wir im Prinzip immer mit einem abwertenden Rubel einen höheren Milchpreis erzielen und damit in Euro stabil bleiben. Es hört sich an, dass Sie im Moment noch ganz stabil aufgestellt sind, aber es ist ja absehbar, dass es an mehreren Enden schwierig werden könnte in den nächsten Jahren. Das klassische CFO-Thema, Gefahren antizipieren. Wie antizipieren Sie? Gut, ich meine, wir machen uns natürlich, Sie haben gesagt, in 2,5 Jahren ist die Anleihe fällig, natürlich heute schon Gedanken und nicht erst seit heute über die Rückführung bzw. über die Anschlussfinanzierung, wie wir damit umgehen wollen. Und wir haben im Prinzip Stand heute zwei Szenarien. Das eine ist, dass wir, ich sage mal, in den nächsten 1,5 Jahren, um sicher vor der Anleiherückführung zu sein, eine Eigenkapitalzuführung durchführen. Das heißt, entweder einen zusätzlichen, einen neuen Investor suchen oder eben über den Kapitalmarkt uns Eigenkapital holen, um dann mit einer stabileren Bilanz, mit einem höheren Cashbestand eben zu sagen, okay, jetzt können wir entweder zurückführen oder eine Anschlussfinanzierung machen. Der zweite Weg, und das haben wir immer so formuliert, dass wir uns da im Prinzip dieses Jahr noch entscheiden wollen, ist, dass wir aufhören zu wachsen und einen eigenen Cashflow und positiven Cashflow generieren. Stand heute ist es ja so, wir generieren hohe Einnahmen, wir generieren eine hohe Wertschöpfung, aber wir investieren jeden Euro, den wir verdienen, letzten Endes wieder in neue Ställe, in neue Tiere, in neue Flächen. Wenn wir damit aufhören, dann haben wir relativ schnell ein sehr positives Cashflow-Szenario, aus dem wir auch die erste Anleihe zurückführen könnten. Prima. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen für Sie von Finance TV, die auch in die Richtung gehen, so ein bisschen zusammenfassen. Die erste Frage nochmal zu den russischen Banken. Glauben Sie, dass, wenn die Sanktionen anhalten, Sie mittelfristig Funding-Schwierigkeiten bekommen könnten in Russland? Die Banken ja. Ich hoffe, wir finden Alternativen. Die zweite Frage. Wäre es nicht klüger und sicherer, jetzt die Finanzierungsverbindung zu den russischen Banken langsam nach und nach zu kappen? Mit welcher Alternative? Also nein, eindeutig nein. Und die dritte Frage, Sie haben angedeutet, Ecosem tendenziell schon in die Richtung der Börsenreife zu führen. Welche Börse käme denn eher in Betracht, Frankfurt oder Moskau? Frankfurt. Vielleicht haben wir dann bald ein Neuling da zu sehen, dann schauen Sie bestimmt vorher auch nochmal vorbei. Danke für Ihr Update, spannende Zeit, wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie da durchkommen. Ist nicht ganz einfach, aber es steht viel auf dem Spiel, wir drücken Ihnen die Daumen. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen, schauen Sie am Rest der Woche wieder ein, am Ende der Woche wieder eine neue Ausgabe von Tut nichts zur Sache, der Rückblick auf den Oktober. Bis dahin, viel Erfolg, gute Woche und tschüss.